So, wir sind geheilt und wir können uns ein wenig nach Ausrüstung umschauen. Das ähnelt jetzt schon mehr einem Rollenspiel. Heilen, Ausrüstung kaufen. Sehr viel mehr Kämpfer als vorher. Ich finde allerdings nicht, dass das dem Spiel sonderlich bekommt. Diese Art von Spiel. So, Wüstenausrüstung könnten wir theoretisch verkaufen. Also jetzt nicht die hier, denn wir sind hier im Kaufmenü. Schwerer Schild. Lederkittel. Ich glaube, ich will die schweren Schilde nicht unbedingt. Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Leichtrüstung. Ein Kyros aus dünn gewalztem Stahl. Plus 12. Wirkt gut. Lederhaube, leichter Helm. Ich würde Eleanor und Heißen gerne mehr. Ich habe jetzt nach einer schönen Umschreibung gesucht, weil dieses Spiel einfach dazu animiert. Ich möchte ihnen passende Ausrüstung angedeihen lassen, da sie nur weniger HP besitzen. Aber auch sonst so im normalen Alltagsleben greife ich zu solchen Formulierungen zurück. Allerdings verhaspel ich mich da weniger. Ich denke nicht so lange darüber nach. Und es klingt weniger gekünstelt. Dabei bin ich nicht mal sonderlich gebildet. Es ist einfach mein Sprachschatz. Also jetzt nicht in der Qualität wie in diesem Spiel. Aber jetzt nicht so, Alter, krass. Tun wir jetzt hier so Items kaufen. Paar Stuff. Also nicht so. Aber ich bin halt ein bisschen abgelenkt. Ich muss mich nicht immer rechtfertigen. Ich stehe halt auf Argumente. So, wir bräuchten wir 5. Ist allerdings auch nur plus 5. Also auch mal, damit ihr mich ein wenig kennenlernt. Vielleicht auch für neue Zuschauer. Man kann ja immer wieder seine Probleme wiederholen. Leichte Rüstung. Solide gefertigter Schutz. Das ist ja kein Problem. Manchmal wäre ich mit Vlogs besser aufgehoben als mit Let's Plays. Schwerer Schild. Ach, ich weiß nicht. Kommt, kaufen wir 2 davon. Ich habe doch vorher, glaube ich, gespeichert. Glaube ich. Schwerer Schild. Wow, erhöht die Verteidigung um 1. Das hat sich gelohnt. Oh, ich habe die Kreatur nicht ausgerüstet. Naja. So, Lederpanzer plus 8. Schauen wir mal, ob wir irgendwas für... Moment, erstmal verkaufe ich... Das Kostüm behalte ich mal. Was wollte ich gerade verkaufen? Hatten wir hier nicht noch irgendwo... Ach doch, hier, den Bronzeschild. Der fiel mir irgendwie nicht ins Auge. So, ich wollte ja natürlich Eleanor und Heißen etwas kaufen. Das darf jetzt allerdings auch nicht mehr so teuer sein. Vor allen Dingen Eleanor mit ihren heilenden Fähigkeiten. Okay, pass auf, sie bekommt... Was passt denn alles zu ihr? Nur die Lederhaube, dann bekommt sie auch die Lederhaube, kein Problem. Schild hat sie nicht, das ist auch okay. Naja, ist jetzt keine großartige Verteidigung, aber es ist Verteidigung. So, den Hut können wir dann verkaufen. Was auch immer die mit unseren aus Tierhäuten hergestellten Kleidungsstücken wollen. Aber deswegen können wir sie ja auch nur zum halben Preis verkaufen, ne? Zwinker. Und ansonsten haben wir noch 181 Taler Lederkittel. Für Heißen vielleicht? Ja, kommt, für Heißen. Kommt. Kommt, geht. Macht doch, was ihr wollt. Ist mir doch egal, wir haben noch einen Taler. Ach Quatsch hier. Lederkittel. Ja, da haben sich unsere Investitionen sicherlich sehr...
Ich sollte aufhören, drüber nachzudenken, was ich sagen will, und einfach das sagen, was ich sagen will. Denn immer wenn ich anfange, über etwas nachzudenken, fange ich an zu stottern und weiß im Endeffekt nicht mehr, was ich überhaupt sagen wollte. Da haben sich unsere Investitionen doch gelohnt. Ich weiß doch, wie ich Sätze formulieren möchte. Aber nein, sind diese Selbstzweifel. Es ist schon ganz schön scheiße, ein Mensch zu sein. Also gut, setzen wir den Brückenkristall ein. Ich meine, kennt ihr das? Von euch? Oder auch von anderen? Ich weiß nicht. Also sowas würde mich dann tatsächlich mal interessieren. Ne, ihr kennt ja sicherlich auch andere YouTuber, die fragen mal so, na, da hätte ich mal gerne eure Meinung dazu. Ne, aber das ist eigentlich nur, um Kommentare aus euch herauszupressen. Weil das bringt natürlich dem ganzen Video etwas, um jetzt hier mal ein bisschen Off-Talk zu plaudern. Aber mich würde das jetzt tatsächlich mal interessieren, weil es ist ein Thema, über das ich mir sehr viele Gedanken mache. Also gut, setzen wir den Brückenkristall ein. Psychologie ist was echt Interessantes. Richtig, ihr passt haargenau, da nichts wie über diesen Abgrund gesetzt. Und anscheinend floss hier auch mal Wasser. Oh nein, 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 nein. Igitt, was machen Sie? Igitt, machen Sie das weg, meine Herren. Ungeziefer. Plattenkäfer. Erstmal einschätzen, please. Hier wirken Kaliber, ordentliche Kaliber sicherlich einiges. So, Stärken, Feuer, Schläge, Klingenwaffen prallen von Platten ab. Das ist kein Problem, wir haben keine Klingenwaffen dabei. Element, Kälte und Erde ist ihre Schwäche. Tritte und Schusswaffen. Sind ja auch Käfer, klar sind Tritte und... Tritte. Sehr wirkungsvoll. Rammangriff. Ich will auch gerne rammen können. Irgendein Gegner war empfindlich gegen Rammen. Ey, die Kreatur ist K.O. Aber wahrscheinlich auch nur vorübergehend. Ja, normaler Angriff halt. Plattenkäfer. Moment, hilft Kurbart? Nein, Kurbart hilft leider nicht gegen K.O. Dann wird sie jetzt eine Gruppenheilung zaubern. Was war das? Eis. Eis war das. Eiskristall. Ich will erstmal einen Plattenkäfer loswerden. Bevor die hier anfangen, einen nach dem anderen K.O. zu hauen. K.O. heißt wahrscheinlich, sind auf dem Rücken gefallen, kommen nicht wieder hoch, quasi wie so ein Käfer. So. Moment, sie hat ja auch eine Schusswaffe. Ich will mal sehen, wie viel Schaden das verursacht. Krabbelkäfer doof. Sehr doof. Ah ja. Schon Besseres gesehen. Oh yeah. Gute Waffe. Haben wir irgendetwas, das gegen K.O. hilft? Böse Statusveränderung. Sehr böse. Na, ich will den hier auch noch besiegen, dann kann ich euch den Kampf in Zukunft rausschneiden. Neue Gegner schneide ich natürlich nicht heraus. Ist ja klar. Damit ihr seht, was sie so können. Wie man gegen sie vorgehen könnte. Was ich in meinen ersten Kämpfen wahrscheinlich nicht hundertprozentig richtig machen werde. Sehr schön. 300 Erfahrungspunkte, 100 Taler, Wundsalbe. Kreatur Level 14. Nice. Wenn mich meine Kenntnisse der marsianischen Atlanten nicht trügen, liegt die zydonische Ebene vor uns. Hoffentlich finden wir dort einen Weg, die Heimreise zur Erde anzutreten. Nach Hause, falls es überhaupt noch ein Zuhause gibt. Ha, halt die Erde für einen wackeren Planeten, der nicht so leicht unterzukriegen ist. Wir versuchen gnädigst etwas aufzuheitern. Achtung, ein Witz! Wie ging er denn? Ein Pferd, ein Arzt und eine... Nee, ein Hund. Bin sicher, ein Köter kommt drin vor. Ha, also, geht der Hund zum Postamt und, Ach, Herr von Markwitz, Sie verstehen es, mich von den Fürchterlichkeiten dieser Welt abzulenken. Und sei es, indem Sie selbst etwas viel Entsetzlicheres tun. Bitte erzählen Sie nie wieder einen Witz. Ah, herrlich. Herrlich. Was ich gerade nachsehen wollte, ist etwas, was mir leider vollkommen entfiel. Also gehen wir weiter. Hier, tote Dinosaurier. Ein riesiger, versteinerter Knochenleib einer schlangenartigen Kreatur. Na hoffentlich... Also es sind natürlich keine Dinosaurier, denn nach unserer Definition sind Dinosaurier das, was vor
Ewigkeiten auf unserem Planeten existierte. Die besessen irgendeine andere Definition. Und, nicht Definition, Benennung. Und im Prinzip wurden sie ja benannt, nämlich schlichtweg Echsen. Na, hoffentlich bleibt diese Art auch so ausgeschoren, wie sie aussieht. Wäre ja mal schade, gebe eine fabelhafte Jagdtrophäe ab. Aber von jemand anderem erlegt ist es natürlich nicht das gleiche. So, da haben wir das Marsgesicht. Interessante Felsformation. Es wirkt fast wie ein riesengroßes Gesicht. Aber machen Sie mir doch nicht aus jedem Tafelberg gleich ein Mysterium. Schattenspiel und Witterungsfurchen haben Ihren Augen wohl einen Streich gespielt. Sieht auch trotzdem wie ein Gesicht aus. Und die Wolken haben wieder aufgehört, sich zu bewegen. Na, ich weiß nicht, vielleicht mit ein wenig Fantasie. Es guckt aber nicht besonders fröhlich, finde ich. Einen Moment, Gnädigste. Nehme die Sache umgehend in die Hand. Die hat ja schon eine Clownsnase. Durch uns. Was scharen Sie denn da mit Ihrem Säbel herum? Augenblick. Bin gleich soweit. Und der Leutnant macht da irgendwelche zusätzlichen Muster in den Fels. Ah, oh, wie lieb von Ihnen, Herr Leutnant. Das haben Sie extra für mich gemacht? Zur Aufheiterung. Naja. Trage für ein holdes Lächeln ganze Berge ab. Oh, der weiß ja richtig zu charmieren. Jetzt wird der ganze Planet gleich viel freundlicher. Vielen Dank. Sie haben ja wirklich eine ganz reizende Idee gehabt, mein lieber Leutnant. Ach, wie süß. Der war sich ja doch zu benehmen. So, hier haben wir einen Krater. Und hier kommen wir natürlich nicht rüber. Hier muss wahrscheinlich wieder erstmal etwas fließen. Und solange die Station dort links existiert, glaube ich nicht, dass hier etwas fließen wird. Moment mal, hier haben wir... Oh! Hier will ich nicht lang. Da will ich noch nicht lang. Das sind wieder Yetis. Sind das die Yetis, die wir damals bekämpften? Oh. Sehen Sie nur, meine Herren, hier führt eine metallene Treppe hinab. Löblich. Natur denkt mit. Das war übrigens ein Facepalm. Ein Kraterexperte, wie? Kommen Sie endlich weiter, wenn Sie schon einen Bitte was? Kommen Sie endlich weiter, wenn Sie schon einen Abstecher machen wollen, dann beeilen Sie sich wenigstens. Ich frage mich, was hier unten ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Kristalle. Und dazu ganz außergewöhnlich reine Exemplare. Sehen Sie nur, wie exakt sich das Licht bricht. Gut, dass die Natur mitgedacht hat. Oh, meine Berechnungen stimmen demnach. Es gibt vulkanische Aktivitäten in diesem Himmelskörper. Ja. So. Ah! Nicht ihr. Erst da, wo es sicherer aussieht. Nirgendwo, leider nirgendwo. Sehen Sie nur, wie auffallend regelmäßig die Kristalle emporwachsen. Fast, als wäre das hier eine Rätselhöhle. Na gut, bekämpfen wir den Unrat. Haben wir sonst keine großartige Wahl. Was ist passiert? Pulsblitz, das verdammte Ding ist uns erwischt. So, jetzt ist es auch möglich. War das jetzt geskriptet? Ich hoffe, das war geskriptet. Die schönen Erfahrungspunkte. Aber ich hätte ihn relativ schnell besiegt. Ich hoffe, es war geskriptet. Wahrscheinlich nicht. Meine Erfahrungspunkte. Und hier ist nichts weiter. Menno. Wie geht es uns denn so? Könnt uns mal hochheilen. Und zwar 30 HP. Ja, das sieht gut aus. Machen wir so. Und auf ins nächste Gefecht.